Wie Sie ja wissen, hat sich den Kindern gesagt, dass ihre Eltern in einem schrecklichen Feuer verschieden sind. Von da an haben sie aufregende Abenteuer an allen möglichen exotischen Orten erlebt. Ich habe sie nun ins Internat gebracht. Ich weiß alles über euch. Ihr wurdet von Vormund zu Vormund geschickt und es endete jedes Mal im Debakel. Ich fürchte leider, eure Unterkunft wird eine winzige Blechhütte sein. Krebse. Wir sind Krebse. Unsere Eltern waren Teil von irgendwas. Ist das der Grund für all die schlimmen Dinge? Mal sehen, was wir finden. Graf Olaf sucht nach uns. Erscheint euch das wie ein Nachtmahr? Denn das ist der Effekt, auf den ich aus war. Wer ist dieser Mann? Dieser Sportlehrer ist wie der Graf Olaf. Er plant jetzt, unser Vermögen zu stehlen. Kein normaler Mensch verkleidet sich viermal hintereinander, oder? Wir haben unsere Eltern durch ein Feuer verloren. Wir haben unsere Eltern verloren. Seit dem Tod unserer Eltern erscheint uns so vieles rätselhaft. Wie ein Fernglas. Wo hast du das her? Hier geht irgendwas vor sich. Wir sind Teil eines Rätsels und erst frei, wenn wir es lösen. Und wir beobachten euch auf Schritt und Tritt. Tagchen. Uns läuft die Zeit davon. Ich denke, ich weiß es. Macht uns die Tür auf! Nein! Bitte? Und ich habe kein Mitleid. Dieses Mal werde ich euch allesamt ausradieren. Dann gebe ich mich nicht nur mit eurem Vermögen zufrieden. Und zwar auf die grausamste Art, die es gibt. Die Kameradschaft hier ist wirklich inspirierend. Wir müssen weiterfahren. Ich wünsche euch viel Glück. Denn das werdet ihr brauchen. Diese Episode im Leben der Baudelaires ist gleich zu Ende. Aber die Restzeit reicht aus, um sie noch viel schlimmer zu machen. Wie war die Arbeit, Sunny? Schneller! Du tippst wie eine Einjährige. Ja.